Ich habe etwa 43 Fragen, aber ich stelle nur eine einzige. Mir scheint, dass einer der Kernpunkte in dieser Ausarbeitung am Anfang von dem Punkt 4.3 steht. Da steht nämlich, war der Tod Jesu ein Sühneopfer? Und dann wird die Antwort gegeben, die Frage lässt sich einfach beantworten, er war es nicht. Ich habe den Eindruck, dass das Übrige, was in dieser Ausarbeitung steht, auf diese Antwort dieser Frage nicht mehr Rücksicht nimmt. Da sah ich einen gewissen Widerspruch. Und da wird mir auch klar, warum ein in kirchlichen Kreisen sehr angesehener Journalist in der Welt am Sonntag geschrieben hat, diese Ausarbeitung wäre ein etwas schwieriges Unternehmen, denn man wolle es niemandem verkehrt machen. Also das ist mir hier deutlich geworden und vielleicht wissen Sie, was dazu zu sagen. Man kann mit einem gewissen Recht diesem Text sagen, er versucht es allen recht zu machen. Man kann aber auch mit einem gewissen Recht von diesem Text sagen, er versucht offen zu halten eine Frage, die man nicht mit Ja oder Nein und die man nicht mit ganz oder gar nicht und nicht mit Parteien entscheiden kann. Ich bin selber davon überzeugt, dass es nicht um zwei verschiedene Theologien gibt, die wirklich alternativ gegeneinander stehen, sondern darum zusammenzutragen Teile von Erklärungsversuchen, die manchmal ein Ganzes ergeben, manchmal aber auch nicht. Und von daher glaube ich, dass der gewisse Balanceakt, der dem Ganzen abzuspüren ist, sich nicht nur der Tatsache verdankt, dass es nicht ein Autorenpapier ist, sondern ein Ausschusspapier ist, sondern auch reflektiert, dass unsere Theologie vielfältig ist und vielstimmig ist und das auch bleibt. Ich arbeite auch sehr viel mit Berufsschülern und ich stelle fest, dass das Thema Opfer sehr wohl ein Thema ist, und zwar deshalb, weil es über die Populärkultur vermittelt wird. Ich nenne drei Beispiele: Titanic, Herr der Ringe, Harry Potter. Kennt jeder Berufsschüler, garantiert, viel besser als die Bibel. Wenn Sie mal gesehen haben, wie Peter Jackson den Herrn der Ringe verfilmt, wie der Frodo zum Schluss da diesen Schicksalsberg hochkriegt mit diesem Ring um den Hals, der immer schwerer wird. Ob der jetzt den Ring um den Hals trägt oder das Kreuz auf der Schulter, das ist austauschbar, ja. Und Frodo ist eine Figur, die hat im ganzen Film keine Schuld auf sich geladen, trotzdem trägt er dieses Schicksal, ja. Ich persönlich möchte ermutigen, Harry Potter übrigens genauso, der kann nur deshalb Voldemort besiegen, weil er vorher freiwillig den Tod auf sich nimmt. Ja, Schüler kennen das, da kann man auch drüber reden, kann man auch mit Erwachsenen drüber reden, so kindermäßig ist das ja nicht. Und ich persönlich möchte einfach ermutigen, die Populärkultur ist viel unbefangener, wenn es um das Thema geht, als wir im Moment. Ja? Wir sollten dieses Thema thematisieren, weil es einfach in der Populärkultur auch drin ist und weil man deshalb drüber reden kann. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ich würde Ihnen gerne erzählen, ich bin in der lutherischen Freikirche groß geworden. Wir feierten jeden zweiten Sonntag das Abendmahl und der Gottesdienst begann mit dem Sündenbekenntnis. Wir sind niedergekniet und auch die Kinder, die ja da noch nicht im Kindergottesdienst waren, haben dann alle zwei Wochen gebetet. Ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir, allmächtiger Gott, meine Sünde und Missetat, die ich begangen habe in Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich wohlverdient habe. Und so weiter. Ich denke mal, das ist was mich sehr geprägt hat. Das ist in der Landeskirche nicht so stark. Ich bin auch Lehrerin. Ich erlebe trotzdem auch bei kirchenfernen Schülerinnen und Schülern, dass dieser Sündenbegriff was ist, was sie mit der Muttermilch eingesogen haben, auch wenn sie, wie gesagt, in keiner Weise kirchlich sozialisiert sind. Und ich würde mir wünschen, im Anschluss eigentlich
an die Debatte, wie wir das Abendmahl verstehen oder ob wir vom Sühneopfertod sprechen oder nicht, dass der nächste Schritt ist, dass wir uns mit dem Sündenbegriff beschäftigen und Möglichkeiten schaffen, dass Menschen wachsen dürfen und ihr Potenzial zum Wohl der Menschheit ausleben können. Und dazu gehört für mich, es geht überhaupt nicht darum, irgendwie Schuld von sich zu weisen oder zu denken, Menschen wären alles engelhafte Wesen, darum geht es überhaupt nicht. Aber einen verantwortungsvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit eigenen Schwierigkeiten und Schwächen. Und die Täter sind ja ganz oft vorher die Opfer gewesen. Das ist ja ein Kreislauf, das kann man ja gar nicht so voneinander trennen. Da würde ich mir wünschen, dass die Kirche weitermacht. Und ich bin ganz glücklich, wirklich, dass so eine Diskussion möglich ist im Rahmen einer Kirche. Danke. Alle Welt im Rheinland redet über das Kreuz. Und dabei wäre es so wichtig, über die Auferstehung zu reden. Also das ist das, wenn ich das Problem, die Schwierigkeit in die Mitte stelle, habe ich auch eine Akzentverschiebung. Und wenn ich über die Sünde rede, da kriege ich auch die Ergebnisse. Sondern, also über Sünde wissen wir so viel, Erbsünde. Können Sie einen vergleichbaren Begriff, kennen Sie einen, wo ich sage, jeder von uns, das habe ich neulich in alten Kirchen gesagt, wo ich gesprochen habe, ist mir das einfach so aufgefallen, jeder von uns lebt davon, dass er geliebt wird oder geliebt worden ist, dass andere was für ihn getan haben und tun. Es gibt so viel, unendlich viel Liebe in der Welt. Und das ist der Wert der Popkultur, wo diese Dinge gezeigt werden. Es gibt Sühne, es gibt Stellvertretung, es gibt Hingabe. Worüber wir diskutiert haben, ist was anderes, ob Gott seinen Sohn hingegeben hat, ob Gott seinen Sohn als Stellvertreter für uns am Kreuz gerichtet hat. Das ist eine ganz andere Frage. Aber dass es so viel positive Dinge gibt in diesen Filmen, dass sogar eine Sehnsucht danach da ist, dass es gestaltet wird, das ist gut, dass Sie darauf hingewiesen haben.